So, dann würde ich aber auch beginnen mit unserem ersten Themenraum hier am Nachmittag. Willkommen zurück auf dem Zulieferertag Automobilwirtschaft Baden-Württemberg 2021. Und ich freue mich über Ihr Interesse an unserem ersten Themenraum mit dem Titel Brennstoffzelle im Fahrzeug, Chancen und Herausforderungen für Zulieferer. Viele Akteure in Baden-Württemberg sind ja schon im Kontext des brennstoffzellenelektrischen Antriebs aktiv. Und Sie wissen, um eine Marktfähigkeit der Wasserstofftechnologie zu erreichen, sind noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Da wären beispielsweise zu nennen die Wasserstoffinfrastruktur oder aber die hohen Kosten in Produktion und Anwendung. Und deswegen sind Innovationen und Investitionen notwendig. Ich darf Ihnen jetzt gleich zwei Referenten ankündigen für diesen nachmittäglichen Themenraum. Zum einen, Sie sehen ihn schon hinter mir auf dem großen Bild, Herrn Professor Dr. Christian Mordig, Managing Director der Cellcentric GmbH und Co. KG. Herzlich willkommen, Herr Mordig. Herr Mordig wird Ihnen Einblicke geben. Unter anderem wird er aufzeigen, welche Bauteile verstärkt benötigt werden in Zukunft. Herr Mordig hat promoviert an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel im Fachbereich Theoretische Physik und wurde 2013 zum Honorarprofessor an der Universität Ulm ernannt. Herr Mordig ist seit März diesen Jahres Geschäftsführer der Cellcentric GmbH und Co. KG. Die Cellcentric GmbH und Co. KG gibt es auch erst seit März diesen Jahres. Es ist ein Joint Venture zwischen der Daimler Truck AG und der Volvo Group. Cellcentric beschäftigt sich mit dem Thema Brennstoffzellen im Schwerlastverkehr. Und nach Herrn Mordig wird dann meine Kollegin Ida Stangelmeier, Referentin der E-Mobil im Bereich Energie, zu Ihnen sprechen und wird aufzeigen, welche Möglichkeiten Zulieferer in Baden-Württemberg in diesem Bereich haben, sich zu vernetzen, Kooperationen einzugehen. Jetzt aber erstmal, Herr Mordig, ich freue mich auf Ihren Input, auf Ihren Vortrag. Das Wort geht an Sie. Ganz herzlichen Dank, Frau Schüttke, für die sehr ich freue mich sehr, wieder auf den Lieferertag sprechen zu können und Ihnen insbesondere die schon angekündigt, die neuen Komponenten vorzustellen. Bei diesen Komponenten würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie sich dafür interessieren. Denn davon wird abhängen, ob die Kommerzialisierung dieser Technologie auch gewinnen wird. Der Titel meiner Präsentation ist Fuel Cells for Heavy Goods Traffic, Opportunities and Risks for Suppliers. Darf ich um die nächste Folie bitten? Hallo? There was a comment in English. It's difficult to hear anything. Könnt bitte nochmal zurückgehen. Die Daimler Truck AG und die Volvo Group, die schon angekündigt, haben beide zum Ziel, CO2-neutral zu sein, damit einen nachhaltigen Verkehr zu ermöglichen im Schwerlastfernverkehr im Jahre 2020. Und das heißt, bis dahin müssen alle Neufahrzeuge CO2-neutral sein. Das klingt danach, dass sehr, sehr fern, wenn man bedenkt, dass Fahrzeugentwicklungen 5-6 Jahre dauern und man auch Zeit zusammen umzuschlagen, dann ist das eigentlich morgen. Und da haben die beiden sich auch zusammengetan und das Joint Venture Cellcentric gegründet, um auf dem Gebiet Brennstoffzelle gemeinsam voranzugehen. Darf ich um das nächste Bild bitten? Warum Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle erscheint besonders geeignet für den sogenannten Schwerlastverkehr, also das, was man in Deutschland, in Europa langläufig die 40-Tonner-Klasse nennt.
Und zwar aus drei Gründen. Erstens, Gewicht. Ein Zelle hat ein Gewicht, das vergleichbar zu einem Dieselmotor ist. Ein bisschen mehr Gewicht durch den Wasserstofftank. Ansonsten ist das Fahrzeug, also das Gesamtgewicht, sehr vergleichbar. Das ist ein großer Vorteil wegen der Batterien. Batterien für eine Fahrzeugtonnen-Fahrzeuganwendung mit Reichweiten 800 bis 1000 Kilometer hätte ein Gewicht von 6 bis 7 Tonnen. Das würde entsprechend die Nutzlast deutlich einschränken. Ferner ist die Wasserstoffenergiedichte sehr, sehr hoch, insbesondere gravimetrisch. Dadurch werden ermöglicht. Und sehr, sehr wichtig, Wasserstofffahrzeuge lassen sich tanken wie Dieselfahrzeuge. Das heißt, im Lkw-Bereich in 3 bis 5 Minuten und im Lkw-Bereich in 5 Minuten. Also sehr vergleichbar zu Diesel. Und Tankzeit oder Ladezeit ist Arbeitszeit. Und daher ist es wichtig für die Kunden dieser beiden Truck-Firmen, dass eine schnelle Betankung möglich wird und damit auch eine große tägliche Reichweite. Das nächste Bild, bitte. Jetzt haben natürlich Unternehmen im Transportsektor heute sehr, sehr viele Herausforderungen. Es ist nicht nur eine Technologie, das war ja auch auf dem zweifachen Tag von autonomen Fahren geredet. Es müssen weiter und batterieelektrischen Technologien werden. Und jetzt kommt die Brennstoffzelle hinzu. Das heißt, Entwicklungskosten multipliziert. Und da liegt es nahe, dass sich pro entsprechenden Player zusammentun. Und so haben Volvo Group ein Aufbauen auf dem Know-how, was wir zum Thema Brennstoffzelle in den letzten 25 Jahren entwickelt haben. Das nächste Bild, bitte. Wer ist Cellcentric? Cellcentric ist eine Entwicklung und Produktionsfirma, die in Deutschland in Narbonne und eine Außenstelle in Vancouver hat. Narbonne ist unser Headquarter, dort sind alle R&D-Aktivitäten und auch unser umfangreiches Testfeld in Untertürkheim. Haben wir unsere Produktionskollegen, die dort die Kernkomponente des Stacks produzieren, nämlich die sogenannte katalysatorbeschichtete Membran in Kanada, bei Vancouver, in der Stadt Burnaby, werden bestimmte Entwicklungsumfänge aus dem Bereich gemacht und die Montage. Ich hätte gern das nächste Bild. Unsere Geschichte geht bis in die Anfang der 90er Jahre zurück. 1994 haben wir damals als Daimler Brennstoffzelle das erste Fahrzeug mit einer Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle vorgestellt, der sogenannte Neckar 1. Neckar steht dabei einerseits natürlich in etwas merkwürdiger Schreibweise für den Fluss, der durch Stuttgart fließt, und auf der anderen Seite für die Abkürzung New Electric Car oder No Emission Car. Seit diesem Zeitraum haben wir die Technologie ständig weiterentwickelt. Highlights waren zum Beispiel der Fuel Cell World Drive im Jahr 2011. Wir sind da mit 3 Fahrzeugen um die Welt gefahren, konnten zeigen, die Fahrzeuge sind absolut alltagstauglich. Wir haben 36.000 Betankungen durchgeführt. Und jede Betankung hat im Durchschnitt eine Dauer von 2,8 Minuten. Also diese 3 Minuten sind tatsächlich Realität. Wir haben dann 2018 den GLC F-Cell vorgestellt, der auch weiterhin in einer kleinen Serie auf der Straße ist mit einer Plug-in-Technologie. Warum haben wir Plug-in verwandt? Wir haben gesehen, dass die Tankstellendichte natürlich noch sehr gering ist. Die Wasserstofftankstellendichte und so kann der Kunde 50 Kilometer batterieelektrisch fahren und in einem Gebiet wie dem Großraum Stuttgart mühelos
die Distanzen, falls er mal nicht genug Wasserstoff im Tank hat, zur nächsten Tankstelle batterieelektrisch überbrücken. Es wurde dann aber sehr schnell klar, dass der größte Druck, was Brennstoffzellenanwendung angeht, aus dem Schwerlast-Fernverkehrs-Lkw-Bereich kam. Dort ist die Batterie tatsächlich keine Alternative, wenn man an 6 bis 7 Tonnen Mehrgewicht denkt. Und da sind wir im letzten Jahr angetreten, zusammen mit Volvo und der Daimler Truck Group die Firma Cellcentric zu gründen, was dann ja, wie auch eingangs erwähnt, am 1. März diesen Jahres erfolgt ist. Das nächste Bild bitte. Die Entwicklung der Brennstoffzelle bei Daimler und heute Cellcentric verlief über ganz verschiedene Fahrzeuganwendungen. Sie sehen hier auf diesem Bild, das waren nicht nur Pkw, das waren auch Nutzfahrzeuge. Wir haben inzwischen 3 Generationen von Brennstoffzellenbussen entwickelt. Auch heute fährt die letzte Generation noch, zum Beispiel auf der Linie Fellbach-Flughafen in Stuttgart, aber auch in anderen Städten. Wir haben Sprinterfahrzeuge mit Brennstoffzellen ausgerüstet und eben jetzt seit Mai den ersten Lkw, der inzwischen auch eine Straßenzulassung hat, sich in intensivem Testing befindet. Wir werden in den nächsten Jahren dann beginnen mit dem Aufbau von entsprechenden Flotten im Kundenbetrieb, bis wir dann in der Mitte des Jahrzehnts, beginnend in der zweiten Hälfte, mit der Serienproduktion in großen Stückzahlen an den Start gehen werden. Wir haben dabei aber nicht nur Fahrzeuganwendungen im Sinn, sondern, Sie sehen es unten rechts, auch stationäre Anwendungen. Wir arbeiten nämlich mit dem Unternehmen Rolls-Royce in Baden-Württemberg, viel besser bekannt unter der Marke MTU, zusammen, um unsere Brennstoffzellensysteme als Notstromaggregate, zum Beispiel für Datenzentren, aber auch für Krankenhäuser, in ein neues Geschäftsfeld zu bringen. Denn auch dort werden heute Dieselgeneratoren eingesetzt und es besteht die Absicht, auch dort in den Emissionen, und zwar nicht nur in den gasförmigen Emissionen, sondern auch in den Geräuschemissionen nach unten zu gehen. Auch dort werden entsprechende Regulierungen erwartet, sodass die Firma Rolls-Royce beschlossen hat, schon jetzt dieses anzugehen und mit ihren Kunden und uns zusammen Brennstoffzellen für Notstromaggregate in den Betrieb zu geben. Nächstes Bild bitte. Unsere Firma hat sich vorgenommen, in 3 Phasen zu wachsen. Wir sind gerade dabei, das Unternehmen Cellcentric aufzubauen. Der 2. Schritt ist schon unterwegs. Wir haben begonnen mit ersten Vorserien von Brennstoffzellen, die Sie zum Beispiel eben auch in LKWs von unseren Anteilseignern Volvo und Daimler sehen. Und wir werden dann in der Mitte dieses Jahrzehnts wirklich die Großserienproduktion starten. Der eine oder andere hat es vielleicht in der Stuttgarter Zeitung gelesen. Ein Kandidat für den Standort der Serienproduktion ist die Stadt Weilheim in Nachbarschaft von Nabern. Wir haben zwar noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber wie eben durch die Presse bekannt, ist das ein sehr interessanter Standort, den wir uns derzeit ansehen. Nächstes Bild bitte. Ich hatte schon gesagt, Volvo und Daimler sind nicht nur unser Anteilseigner, sondern auch unsere Kunden. Und die Firma Rolls-Royce als 3. im Bunde, wenn ich so sagen darf, mit stationären Anwendungen, hat jetzt auch einen Vertrag mit uns unterschrieben. Das ist brandaktuell. Am Montag dieser Woche haben Rolls-Royce und wir bekannt gegeben, dass wir uns langfristig miteinander verbunden haben in Form eines Liefervertrags, der besagt, dass wir unsere Brennstoffzellensysteme in den nächsten Jahren an Rolls-Royce liefern werden für diese beschriebene Anwendung. Und wir sind darüber hinaus auch offen für weitere Kunden, die an unserem Produkt, das jetzt im Lkw und im stationären Betrieb schon seinen Dienst tut, anzuwenden. Nächstes Bild bitte. Wie sieht unser System aus? Sie werden vielleicht auf den ersten Blick sagen, wie ein Motor. Die orangenen Kabel weisen allerdings darauf hin, es geht hier um ein elektrisches, genauer gesagt um ein elektrochemisches System.
Ich will auf die Details nicht weiter eingehen, sondern nur erwähnen, wir haben hier genauso harte Packaging-Anforderungen, wie wir es vom Pkw-Bereich her schon kannten. Wir brauchen allerdings sehr viel größere Lebensdauern, längere Lebensdauern. Für eine Lkw muss ich ein Brennstoffzellensystem auf 25.000 Stunden und nicht nur 8.000 Stunden auslegen. Und der Wirkungsgrad ist noch viel bedeutender als im Pkw-Bereich, denn ein Lkw wird gekauft nicht nur allein aufgrund des günstigen Listenpreises, sondern aufgrund einer Total Cost of Ownership-Betrachtung. Das heißt, der Betrieb eines LKWs über 10 Jahre, teilweise länger, wird in Betracht gezogen, wenn es um den Kauf eines solchen Lastwagens geht. Daher ist der Verbrauch, und zwar egal ob Diesel oder Wasserstoff, ein ganz wichtiger Faktor, denn der Verbrauch, der Kraftstoffverbrauch geht ganz maßgeblich in die Total Cost of Ownership ein. Nächstes Bild bitte. Wir haben uns diese Entwicklung in 2 Stufen vorgenommen. Wir haben derzeit insbesondere für die MTU-Anwendung ein 100-Kilowatt-System, sind aber dabei. Das System hat im Moment B-Muster-Status, auch ein 150-Kilowatt-System zu entwickeln, das dann als Zwillingssystem so einen großen LKW mit 40 Tonnen antreibt. Auf dem nächsten Bild sind dann die Hauptkomponenten dieses Systems dargestellt. Ich werde in den folgenden Folien immer tiefer in das System einsteigen, also quasi von der Oberfläche bis in die kleinsten Details. Und das ist dann auch der Kernpunkt, wo wir uns eine Zusammenarbeit mit kompetenten Zulieferern sehr, sehr wünschen. Der Brennstoffzellen-Stack in der Mitte des Systems ist die Komponente, in der die elektrische Spannung über die Brennstoffzellenreaktion erzeugt wird. Dazu gleich mehr. Der Stack hat natürlich ein Gehäuse und dieses Gehäuse darf man nicht unterschätzen. Dieses Gehäuse ist ein Druckgussteil, an das alle weiteren Komponenten in Anführungsstrichen angeschraubt werden. Ähnlich wie bei Motoren, ähnlich wie ein Kurbelwellengehäuse, muss dieses Gehäuse nicht nur tragende Funktionen übernehmen, es ist auch eine ganz entscheidende Komponente bei allen Crash-Betrachtungen. Die Brennstoffzelle hat in der Kernfunktion eine Membran, eine protonenleitende Membran, und diese Membran hat die Eigenschaft, dass sie nur dann Protonen leitet, wenn sie genügend befeuchtet ist. Daher braucht unser System einen Befeuchter, wie unten links gezeigt. Dieser Befeuchter besteht aus Membranen, die in der einen Richtung durchlässig für Flüssigkeit sind und in der anderen nicht. Man kann sich ähnlich wie eine Gore-Tex-Jacke vorstellen. Der Regen kommt nicht durch, aber die Körperflüssigkeit, wenn man zum Beispiel schwitzt, kann nach außen dringen. Und auf diese Weise sorgen wir dafür, dass das Produktwasser der Brennstoffzelle verwendet werden kann, um die Befeuchtung der Membran sicherzustellen. Das ist also ein doch relativ komplexes Bauteil, das wir nicht selber machen werden, auch noch nie selber gemacht haben, sondern für das wir kompetente Zulieferer brauchen. Dann gibt es Leistungselektronikbauteile in dem Brennstoffzellensystem, zum Beispiel eine Power Distribution Unit, die auch im Sicherheitskonzept eine wichtige Rolle spielt, ein DC-DC, also ein Gleichspannungswandler. Die Brennstoffzellenspannung bricht ja unter Last ein. Der Elektromotor oder eine Batterie an Bord des Fahrzeugs behalten aber ihre Spannungen, sodass die Brennstoffzellenspannung immer jeweils hoch gestellt werden muss auf diesen Zwischenkreisspannungswert, im LKW in der Regel etwa 800 Volt, im PKW heute meist 400 Volt. Und die Brennstoffzelle braucht Luft, Luft, aus der der Sauerstoff entnommen wird. Diese Luft wird durch einen elektrischen Turbolader in die Brennstoffzelle hineingedrückt, also ein Prinzip, das man aus dem Motorenbereich kennt. Der einzige Unterschied ist, die einzigen beiden Unterschiede sind,
Der Turbolader wird elektrisch angetrieben. Wir haben ja keinen Riemen in dem System. Und der Turbolader braucht eine schmiermittelfreie Lagerung, denn die Brennstoffzelle würde Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe, die aus dem Schmiermittel heraus verdunsten, nicht verkraften können. Und das sind alles Teile, die für Zulieferer aus unserer Sicht sehr interessant sein könnten. Ich kann vielleicht so eine Zahl sagen, ungefähr nur 15% des Gesamtumfangs betrachten wir als Inhouse-Umfang. Und das heißt umgekehrt, 85% werden wir mit Partnern, mit Zulieferern zusammen machen. Nächstes Bild bitte. Wie versprochen, jetzt immer eine Stufe tiefer. Ich habe hier mal eine Explosionszeichnung einer einzelnen Brennstoffzelle aufgezeichnet. Und da sehen Sie das, was unter dem Wort Zelle zusammengefasst wird, enthält durchaus eine ganze Reihe von verschiedenen Komponenten. Ich will nicht auf alle eingehen. In der Mitte ist eine Membran. Auch die ist für uns ein Zuliefererteil. Diese Membran wird mit Katalysator-Tinte beschichtet. Das machen wir in der Tat selber, weil damit die wesentliche Performance von einer Brennstoffzelle bestimmt wird. Dann folgt eine Gasdiffusionslage, hier mit GDL bezeichnet, eine Dichtung, eine Bipolarplatte, eine Isolation, eine Beschichtung, eine Endplatte. All dieses sind für uns Teile, die wir nicht selber machen werden, für die wir auch größtenteils nicht die Kompetenz haben, sie selber zu machen, sondern da möchten wir gerne mit kompetenten Lieferanten zusammenarbeiten. Nächstes Bild bitte. Es gibt aber nicht nur Komponenten, bei denen wir mit Lieferanten zusammenarbeiten wollen, sondern auch Anlagentechnik. Sie können sich vorstellen, die Produktion von solchen Zellen ist keine typische Automotive-Technologie, sondern hier brauchen wir Prozesstechnologien, die eher aus der Chemie oder aus der Folienherstellung bekannt sind. Und daher sind wir im höchsten Maße daran interessiert, mit Anlagenbauern, die solche Technologien beherrschen, solche Prozesse kennen, zusammenzuarbeiten und haben natürlich, das wird Sie nicht verwundern, diese Zusammenarbeit auch begonnen. Wenn dann alle Komponenten fertig sind, dann geht es in die Systemmontage. Das ist wiederum ein Feld, das wir sehr gut kennen. Die Brennstoffzellen-Systemmontage ist sehr ähnlich wie die Motorenmontage. Ein guter Beleg dafür ist, dass die Kollegen, die heute bei uns diese Brennstoffzellensysteme montieren, früher in der Mercedes-Benz-Motorenmontage in Untertürkheim beschäftigt waren. Nächstes Bild bitte. So sieht ein System, wie es derzeit in unserem bereits in der Straßenerprobung befindlichen LKW drin ist, aus. Es ist also in der Mitte jetzt aufgeständert. Sie sehen das, ein doppeltes Brennstoffzellensystem. Und ich würde in dieser und der nächsten Seite darauf eingehen, was sind dann neben dem Stack die wichtigsten Brennstoffzellen-Systemkomponenten. Ich fange oben rechts an. Den Turbolader hatten wir schon besprochen. Für uns ein Zuliefererteil, genauso wie der Hochvolt-Kabelsatz. Dann brauchen wir, ähnlich wie bei Motoren, eine Injektionspumpe, Einspritzventile, was hier dann als nächstes aufgeführt ist. Auch das ein Teil, bei dem wir mit kompetenten Partnern zusammenarbeiten, genauso wie die Abgasrückführung. Und das ist hier in diesem Fall eine Wasserstoffrückführung. Dafür verwenden wir ein Wasserstoffrezirkulationsgebläse, also ein Gebläse, das Wasserstoff befördern können muss. Wasserstoff ist das kleinste Molekül, also durchaus eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Ich hatte auch schon die PDU, die Leistungsverteilung erwähnt und den Gleichspannungswandler. Es folgt dann oben links noch das Brennstoffzellensteuergerät. Auch da verlassen wir uns darauf, dass es kompetente Partner gibt, die solche Steuergeräte gemäß unseren Anforderungen entwickeln können. Und das nächste Bild bitte.
Ferner brauchen wir einige Teile, die sind durchaus verwandt mit dem, was wir aus dem Motorenbau kennen. Wir brauchen einen Ladeluftkühler. Wir brauchen natürlich jede Menge entweder luftführende oder gaseführende oder flüssigkeitsführende Leitungen, entsprechende Pumpen, Gehäuse, wie beim Stack schon erläutert. Wir brauchen dann etwas, was typisch ist für die Brennstoffzelle. Wir müssen aus dem Abgas der Brennstoffzelle das Wasser sozusagen wieder rausschlagen, damit wir die Abgasrückführung machen können. Und auch den Befeuchter hatte ich bereits erwähnt. Alle Teile auf diesen beiden Seiten sind Teile, die für uns zu dem Zuliefererumfang gehören. Ich hoffe, Sie haben damit gesehen, das ist ein weites, ein großes Feld, was viele Möglichkeiten bietet für interessierte Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen und ihre ganze Innovationskompetenz in diese Teile hineinbringen können. Denn eines ist bei uns natürlich so, wie auch sonst im Automobilbau, die Teile müssen höchste Qualität und niedrigste Kosten haben. Nächstes Bild bitte. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Unser Ziel ist natürlich, die Brennstoffzellentechnologie für Schwerlast-Fernverkehrs-LKWs marktfähig zu machen. Und marktfähig heißt, ein solcher LKW muss am Ende Kostenparität aufweisen zu den heute bekannten Technologien Diesel oder in zunehmendem Maße auch Batterietechnologien, und zwar Kostenparität nicht auf Produktkostenebene allein, sondern in dem sogenannten Total Cost of Ownership Parameter. Und da glauben wir, müssen drei Dinge erfüllt werden, damit wir dahin kommen. Erstens, die Technologie muss natürlich erlauben, einen funktionsfähigen LKW überhaupt zu machen. Da brauchen wir die entsprechende technologische Reife und wir brauchen in diesen einzelnen Technologiekomponenten natürlich auch das adäquate Kostenniveau. Wir glauben, wir können das nur erreichen, wenn es eine entsprechende Zuliefererlandschaft gibt, denn wir alleine sind gar nicht in der Lage, all diese Teile in der entsprechenden Qualität zu den entsprechenden Kosten zu entwickeln. Wir hoffen natürlich auch davon zu profitieren, dass wenn solche Zulieferer sich der Teile annehmen, sie nicht nur uns als Kunden haben, sondern auch andere und durch die dadurch höheren Stückzahlen die Kosten noch attraktiver werden. Und dann müssen wir, aber dazu sollten erstmal die beiden ersten Schritte erledigt werden, das Produktionsvolumen bei uns natürlich entsprechend hoch ansetzen, damit wir auch auf Gesamtsystemebene dann zu entsprechenden niedrigen Kosten kommen können. Und aus unserer Sicht wird es nur gelingen, diese Gleichung, sage ich mal, zu lösen, wenn wir alle drei Faktoren gleichzeitig vorantreiben. Oder man könnte auch anders sagen, diese drei Faktoren sind wirklich multiplikativ miteinander verbunden. Und da wissen wir alle, wenn in so einem Produkt ein Faktor nur null ist oder einer sehr, sehr klein, dann kann der einem, wie man so schön sagt, das Ergebnis verhageln oder das Ergebnis sogar zu null werden lassen. Da ist es unser Anliegen, alle drei Faktoren wirklich parallel voranzutreiben. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit mit Zulieferern, wie hier prominent erwähnt, absolut entscheidend wichtig. Damit möchte ich meinen Input abschließen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, würde noch um eine weitere Folie bitten. Das ist jetzt, da kommt sie. Wir haben das Ganze auch unter ein Motto gestellt, unter einen, wie man heute noch sagt, Purpose. Unser Anliegen ist es, die Leistung zur Verfügung zu stellen mit der Brennstoffzelle, um ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Ich bedanke mich und freue mich schon jetzt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Professor.
Thank you very much, Professor Mordig, for your quite informative presentation. I think that shows us fascinating perspectives for suppliers. I would now like to ask the audience here on site, do you have any questions that you would like to ask Mr. Mordig? Anything? Then please raise your hand, and until this is the case, oh, there's the first person is giving us a show of hands. I also have questions. Thank you very much, Christoph Stürmer, Delegate Weises. 25 years ago, I went to Nabern already, and there are very few vehicles on the road. Why do you believe is now the time for this breakthrough of the fuel cell technology in mobile applications? Vielen Dank für diese Frage. Thank you for this question. In der Tat mag es ein sehr langer Zeitraum sein, aber wenn man sich den Stand vor 25 Jahren anschaut, dann hatte man damals gerade ein Fahrzeug, das, ich sag mal, rollen konnte, vollständig angefüllt mit Technologie. Der Laderaum war komplett durch die Brennstoffzelle eingenommen. Wenn Fahrer und Beifahrer Platz genommen hatten, dann war das zulässige Gesamtgewicht erreicht. Und auch das sollte man ehrlicherweise sagen, diese Brennstoffzelle hätte bei Temperaturen unter Null überhaupt gar nicht funktioniert. Das heißt, es mussten jede Menge Materialfragen und Materialfunktionen erst entwickelt werden, um eine Brennstoffzelle in den Händen zu haben, die dann auch alltagstauglich ist. Ganz davon zu schweigen, dass zur gleichen Zeit natürlich das Volumen auf ungefähr ein Fünftel, wenn nicht sogar ein Zehntel, heruntergebracht werden musste. Und man muss natürlich bedenken, jede Entwicklung erfordert dann wieder eine Reifmachung. Das heißt, wenn ich heute einen neuen Technologieaspekt einführe, dann ist er noch lange nicht so reif, dass ich ihn in ein Fahrzeug bringen kann. Das ist die technologische Seite. Dann gibt es noch zwei weitere Aspekte, die heute, denke ich, zu der Schlussfolgerung führen, die Zeit ist reif, die Technologie in den Markt zu bringen. Das zweite ist das Thema Infrastruktur. Als wir den Neckar 1 vorgestellt haben, gab es keine einzige Wasserstofftankstelle. Heute gibt es zwar immer noch kein dichtes Tankstellennetz, wie wir es von Diesel und Benzin erkennen, aber in fast allen großen Industrienationen haben sich Initiativen entwickelt, die Infrastruktur aufzubauen. In Deutschland H2Mobility, sicher ein Musterbeispiel dafür. In Japan, in Kalifornien gibt es ähnliche Initiativen. Und das Dritte ist sicherlich die Umweltgesetzgebung. Die Regularien der EU zum Beispiel verlangen, dass LKWs bis 2030 30% weniger CO2-Emissionen haben. Bei Pkw ist sogar noch mehr, da redet man ja von 55%. Dieses kann man rein physikalisch, chemisch mit Verbrennungsmotoren alleine nicht mehr erreichen. Das heißt, ich brauche Null-Emissionsfahrzeuge und es ist auch keine Option mehr. Die Strafzahlungen, die drohen, wenn man diese Ziele nicht erfüllen, sind so hoch, dass es wirklich ein wirtschaftliches Problem werden würde, wenn man diese Ziele nicht erfüllt. Ganz davon zu schweigen, dass es für unsere beiden Anteilseigner Daimler und Volvo natürlich mit dem Image überhaupt nicht verträglich wäre, wenn man versuchen würde, die CO2-Gesetzgebung durch Strafzahlungen zu erfüllen. Thank you, Mr. Mordig, for this comprehensive response. We have one question in the chat I would like to ask first before we go to the next question. Dietmar von Poland asks, does the business case only allow for a commercial vehicle applications, or do you also? Im Prinzip kann man natürlich genauso einen Business Case für eine Anwendung im sogenannten Light-IT oder auch im Pkw-Sektor erreichen. Ich sage mal so eine Faustregel,
Sie haben eine Chance, einen Business Case zu bekommen, wenn Sie zum Beispiel ein 100-Kilowatt-System wirklich 100.000 Mal pro Jahr herstellen. Das heißt, Sie brauchen dann entsprechenden Absatz. Sie brauchen natürlich auch, um diesen Absatz auch erzielen zu können, entsprechende Tankstellen. Wenn Sie in diese Größenordnung kommen, dann, das zeigen nicht nur unsere Berechnungen, sondern zum Beispiel auch Veröffentlichungen des Hydrogen Council. Da gibt es entsprechende Studien, die Sie auf deren Website finden können. Die sagen alle ungefähr das Gleiche aus. 100.000 mal 100 Kilowatt, dann werden Sie in den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen. Gut, dann noch die nächste Frage hier aus dem Saal. Ja, Michael Kühn, Firma Erdmotion. Ich hätte eine technische Frage. Und zwar, soweit ich informiert bin, brauchen Sie eine Batterie an Bord, um die Instationärfunktion sicherzustellen in einem LKW. Diese Batterie ist ja auch auf die Lebensdauer des LKWs auszulegen. Und die ist höher belastet als bei einem Elektro-LKW, weil die C-Raten natürlich höher sind, weil sie kleiner ist. Also wie stellen Sie sich diesem Problem, eigentlich die Batterie als, ich sag mal, Bestandteil des Systems zu benötigen und gleichzeitig in Konkurrenz mit ihr zu leben? Also die erste Annahme ist technisch falsch. Die Brennstoffzelle braucht keine Batterie. Ich könnte, wenn ich wollte, ganze Dynamik eines LKW oder auch eines PKW stemmen. Die Brennstoffzelle kann, wie wir sagen, dem Gaspedal folgen. Trotzdem werden wir das tun, und zwar aus drei anderen Gründen werden wir immer einen Hybridbetrieb mit der Batterie halten. Diese drei Gründe sind die folgenden. Erstens, wenn ich eine Batterie am Bord habe, kann ich Energie rekuperieren. Ich will ja auch, wenn ich Wasserstoff verwende, den Kraftstoffverbrauch möglichst klein halten. Ich kann den Wirkungsgrad des Gesamtsystems Brennstoffzelle und Batterie nochmals nach oben treiben. In jede Komponente hat ja ihr Fenster des optimalen Wirkungsgrades. Ich kann durch die Kombination die Brennstoffzelle viel länger in ihrem optimalen Wirkungsgrad Fenster betreiben als ohne Batterie. Und der dritte Grund ist, das kennen Sie auch aus den heutigen Hybridfahrzeugen mit Verbrenner, ich kann eine Start-Stopp-Funktion integrieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel an der Ampel stehen, dann wird genauso wie heute der Verbrenner die Brennstoffzelle auch abgeschaltet. Das sind die wesentlichen Gründe, warum ich Batterien verwende. Und ich verwende eben keine Elektrofahrzeugbatterien, sondern ich habe es hier mit den sogenannten Leistungsbatterien, also den klassischen Hybridbatterien zu tun. Das bedeutet auch, diese sind, Sie hatten das angesprochen, was die erlaubte Dynamik angeht, anders designt als reine Elektrofahrzeugbatterien. Hybridbatterien sind ja darauf ausgelegt, dass sie viel mehr Zyklen durchlaufen als eine reine Batterieelektro, eine Batterie für reine elektrische Fahrt aus der Batterie heraus. Ja, vielen Dank, Herr Mordig. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Fragen, dass wir so viele Einblicke bekommen konnten. Besonders interessant fand ich die Zahl. Ich muss aber zugeben, ich habe sie vorhin nicht richtig verstanden. 75% oder 85% wollen Sie zusammen mit Zulieferern machen, sollen von Zulieferern kommen? 85%. Ja, das klingt doch aussichtsreich für Sie als Zulieferer. Ich möchte Ihnen nun noch unsere zweite Referentin der Themensession ankündigen, und zwar meine Kollegin Ida Stangelmeier, die noch was zum Thema Kooperationen sagen wird. An die Regie der kurze Hinweis, bitte noch den passenden Foliensatz hier aufspielen. Und schon mal Sie im Livestream, bitte ich um Entschuldigung, die Übertragung hat nicht gut geklappt am Anfang, auch hier im Saal. Da haben wir gemerkt, innerhalb Baden-Württembergs haben wir noch unsere Probleme. Aus Israel hat ja alles
problemlos funktioniert. Vielen Dank. Haben wir jetzt einen Klicker? Ja. Also uns fehlen hier tatsächlich die Folien, die bitte noch aufspielen. Und natürlich auch noch etwas zum Weiterklicken wäre sehr hilfreich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können eigentlich auch so schon mal anfangen. Freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Wenn Sie sich jetzt gedacht haben, das ist ja ganz interessant, was der Herr Professor Mordig eben erzählt hat, ich würde gerne mitmachen, beziehungsweise ich habe schon Aktivitäten in diesem Bereich oder ich würde mir das Ganze gerne mal anschauen, dann sind Sie bei uns eigentlich genau richtig. So. Ja, die nächste Folien Folie klappen. Bitte. Die Folien sieht man schon mal. Ist das der Präsenter? Ja, dann darfst du jetzt. Jetzt, genau. So, ich möchte auf der Folie mal auf der linken Seite anfangen. Wir haben heute ja schon öfter über dieses Transformationswissen BW gehört. Das möchte ich Ihnen auch noch mal ganz, ganz stark ans Herz legen. Hinten steht auch unser Kollege Tim Siegel. Sie haben ja mittlerweile mitbekommen, dass es eben die Landeslotsenstelle ist. Dort können Sie sich informieren, wenn Sie sich mit der Transformation von Ihrem eigenen Unternehmen oder von Ihrer eigenen Organisation beschäftigen. Wenn Sie jetzt sagen, diese ganze Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie interessiert Sie, da sind Sie nicht die Einzigen. Auch das Land Baden-Württemberg hat zum Beispiel eine Roadmap erstellt, die Wasserstoff-Roadmap Baden-Württemberg. Wie es denn mit dieser ganzen Wasserstofftechnologie in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren weitergehen soll. Um diese Roadmap und seine 29 Maßnahmen in Zukunft umzusetzen, wurde das hier in der Mitte gegründet, die Plattform H2BW. Das ist unter anderem eine Geschäftsstelle bei der E-Mobil BW, also meine Kollegen sind dafür zuständig. Und die soll eben die Roadmap in Baden-Württemberg eben umsetzen. Und eine Maßnahme aus diesen 29 Maßnahmen ist natürlich auch das Netzwerk in Baden-Württemberg zu stärken. Und das Netzwerk von der E-Mobil BW im Bereich Wasserstoff ist der Cluster Brennstoffzelle BW. Möglicherweise haben Sie schon von dem gehört, möglicherweise aber auch noch nicht. Und dieses Netzwerk ist ein ganz besonderes Netzwerk. Mittlerweile gibt es das schon seit knapp 9 Jahren, seit 2013. Und es beschäftigt sich mit der kompletten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Wir sind seit 2013 einen langen Weg gegangen. Es wird ja schon sehr lange an der Brennstoffzelle geforscht. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir sagen, okay, wir wissen eigentlich, wie es funktioniert. Uns ist jetzt besonders wichtig, dass wir hochskalieren, dass wir Kosten senken, dass wir Fahrzeuge auf den Markt bekommen und diese Technologie einfach in der Gesellschaft ankommt. Das ist eben das gesetzte Ziel des Clusters. Natürlich sind auch immer noch Forschungseinrichtungen und andere Forschende und Entwickelnde aktiv, aber darauf arbeiten wir momentan hin. Wir haben verschiedenste Aufgaben. Wir unterstützen bei Förderprojekten, wir initiieren Verbundprojekte, veranstalten wir natürlich auch immer wieder große und kleine Veranstaltungen, ähnlich wie diese hier, wo es dann eben tatsächlich nur darum geht, die Branche den Akteuren näher zu bringen, die aktuellen Entwicklungen zu gestalten und eben auch die einzelnen Akteure zusammenzubringen in Baden-Württemberg. Diese Cluster und diese ganzen Angebote, die Sie jetzt hier sehen, die sind für die Clusterpartner auch kostenlos. Das bedeutet, wenn Sie eben ein Interesse haben, hier mitzuarbeiten, erwarten wir vor allem Ihr Engagement, dass Sie engagiert dabei sind, denn davon lebt so ein Cluster. Aus diesen Engagements entstehen natürlich vielfältige Projekte und das würde nicht gehen ohne unsere Clusterpartner. Sie sehen hier mal einen ersten Ausschnitt aus unseren Clusterpartnern. Wir haben insgesamt ungefähr 200 Clusterpartner. Man merkt auch sehr stark, dass es in den letzten 3 Jahren, die Anzahl der Clusterpartner hat sich in den letzten 3 Jahren mehr als verdoppelt. Wir haben die großen OEM dabei, zum Beispiel Audi, Daimler, Elring, Klinger. Wir haben aber auch sehr, sehr viele kleine Unternehmen dabei, die wir auch sehr stark unterstützen möchten und dies eben auch tun. Wir haben viele Forschungseinrichtungen dabei, wie jetzt zum Beispiel das Fraunhofer-Institut mit verschiedensten Instituten, aber auch DLR, ZSW. Möglicherweise finden Sie auch Ihre eigene Organisation hier schon dabei. Es sind nicht nur Firmen dabei, es sind auch noch Hochschulen, Forschungseinrichtungen.
Ministerien, Kommunen, Landkreise etc. Also wirklich alle, die irgendwie an der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie interessiert sind, die können hier mitmachen und finden eben das entsprechende Netzwerk dazu. So, also mittlerweile ist die Liste auch ganz schön lang geworden. Sie finden sicherlich ein paar Partner, mit denen Sie schon zu tun hatten oder möglicherweise zu tun haben. Wenn Sie daran oder dabei Interesse dran haben, dann können Sie auch gerne nochmal auf mich zukommen. Wir haben verschiedene Einrichtungen und Gremien auch bei uns im Cluster. Einmal das Kernteam, das ist dann sozusagen das Entscheidungsgremium, trifft sich ungefähr 6-mal im Jahr. Und dann noch ein großes Gesamtteam, da sind alle anderen drin. Das trifft sich dann so 3- bis 4-mal im Jahr. Und das sind eben auch diese großen Veranstaltungen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Außerdem, wenn man dann ein bisschen tiefer gehen möchte, kann man sich auch noch in den Arbeitsgruppen engagieren. Und da geht es dann wirklich darum, auch Projekte zu initiieren, Verbundprojekte anzuzetteln oder auch einfach nur mit einer Idee reinzugehen. Wenn jemand sagt, ich würde gerne dieses und jenes Projekt anstoßen, ich habe eine sehr gute Idee, aber mir fehlen Fördermittel oder mir fehlen Partner, die das mit mir machen. Dann kann man diese Idee in so einer Arbeitsgruppensitzung aufgreifen und ich verspreche Ihnen, wir finden garantiert die richtigen Personen, die Ihnen dabei dann auch weiterhelfen können. Mittlerweile gibt es bei uns 10 Arbeitsgruppen über die komplette Wasserstoffwertschöpfungskette hinweg. Das ist immer so ein bisschen bedarfsgesteuert, also man findet sich dann auch auf jeden Fall zurecht. Außerdem gibt es noch eine Möglichkeit, sich dann auch selbstständig zu vernetzen. Da haben wir eine Online-Plattform, bei der sich nur Clusterpartner anmelden können, sodass man dann eben auch seine eigenen Kontaktdaten ohne Sorge online stellen kann, sodass die anderen Clusterpartner einen dann auch finden und anschreiben können. Und man kann sich dann natürlich auch so zu Veranstaltungen anmelden oder Infos über aktuelle Neuigkeiten erhalten. Das ist die Art, wie wir zusammenarbeiten. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Interesse dran, Sie möchten gerne an diesem Cluster teilhaben, an diesem Netzwerk mitarbeiten, dann kommen Sie gerne auf mich oder meine Kollegen zu. Wir freuen uns sehr, immer wieder neue Organisationen bei uns im Cluster willkommen zu heißen. Nur davon lebt eben der Cluster auch. Aber ich bin überzeugt davon, dass Baden-Württemberg mit einem starken Netzwerk wie dem Cluster Brennstoffzelle BW die Zukunft der Transformation in der Automobilindustrie meistern kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ida. Vielen Dank für deinen Einblick in unseren Cluster Brennstoffzelle BW. Da fällt es mir jetzt schwer, nicht unseren anderen Cluster Elektromobilität Südwest zu erwähnen. Den gibt es natürlich auch noch. Auch da sind Sie herzlich eingeladen. Ich sehe aber auch schon viele von unseren Mitgliedern hier in unseren Reihen sitzen. Ja, das war unser Themenraum Brennstoffzelle. Vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank, Ida. Und ich darf nahtlos schon in den nächsten Themenraum, schon in unseren nächsten Themenraum hier auf dem Zulieferertag überleiten. Und zwar widmet sich das letzte Thema auch wieder der Cybersicherheit. Und zwar diesmal einem ganz, ganz bestimmten Aspekt, und zwar der Sicherheit von Lieferketten. Herzlich willkommen im Themenraum Cybersecurity in der Supply Chain. Die Lieferkette so stark wie das schwächste Glied. Zuerst wird Ihnen Herr Lukas Schleicher, Projektmanager Cybersecurity und KI vom VDMA, einen Überblick über das Thema generell bieten. Er hat aber noch einen weiteren Referenten mitgebracht, und zwar Martin Holtmann-Spötter, zuständig für die IT-Security, Infrastruktur und Maschinen bei der Robert Bosch GmbH. Im Anschluss hören wir noch zwei Referenten zum Projekt Relike, smarte Lieferketten und robuste Strategien. Aber erstmal geht das Wort an Sie, Herr Schleicher. Ja, vielen Dank, Frau Schüttke. Ist, die Technik... So, ja, es wurde ja schon gesagt, vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen bei unserer Themensession. Die Lieferkette ist so stark wie das schwächste Glied. Wir haben ja heute sehr viel über das vernetzte Fahrzeug gehört, vorhin über den Server im Fahrzeug, der quasi bis hin zum Fensterheber alles steuert. Und ich möchte den Bogen spannen von der Produktion des Fahrzeugs oder auch Produktion von anderen Dingen bis hin zum Produkt, in dem Fall das Fahrzeug und der Sicherheit, die sich und den Fragen, die sich daraus ergeben.
Genau. Zu uns, die Allianz Industrie 4.0, wer uns noch nicht kennt, wir sind ein Netzwerk, das initiiert wurde und gefördert wird vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Und es geht genau darum, die Vernetzung in der Produktion zu stärken. Und mein Schwerpunkt da ist eben, die Sicherheit bei der Vernetzung zu stärken und die Risiken, die sich daraus ergeben, zu begutachten und Gegenmaßnahmen einzuleiten und mit Ihnen darüber zu sprechen und zu sensibilisieren für das Thema. Kurz nochmal einen Überblick, die Einführung, dann werden wir sehen den Anwendungsfall bei der Robert Bosch GmbH, wie dort eben die Lieferkettensicherheit gewährleistet wird und später werden wir dann nochmal mit dem DLR und dem IMU-Institut auf die Produktsicherheit im Fahrzeug eingehen. Jetzt aber nochmal zu dem Thema vernetzte Sicherheit. Wir haben vorhin darüber gehört, wie zum Beispiel Herr Dr. Damaski vom VDAA gesagt hat, kleine Unternehmen lagern zunehmend Softwaredienstleistungen aus. Und wenn man natürlich etwas auslagert, dann muss man auch darin vertrauen, dass der Zulieferer die Produkte, die er liefert, vertrauenswürdig baut, dass quasi zum Beispiel keine Backdoors in der Software sind. Er hat gesagt, kleine Unternehmen, aber wenn Sie heute Morgen gut zugehört haben, Herr Dr. Hafner von der Daimler oder von Mercedes-Benz hat gesagt, dass auch Sie, selbst ein großer Konzern, ist nicht in der Lage, die komplette Lieferkette abzubilden im Software-Stack. Das heißt, man hat in der Software natürlich eine große Relevanz, das abzusichern und sicherzugehen, dass die Software, die man verbaut, auch keine Backdoors hat und darüber keine Angriffe stattfinden. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Hardware-Ebene, wenn ich Komponenten verbaue, von 5G über Switches, über Router, muss alles sicher sein und da muss ich meinen Zulieferern vertrauen und entsprechend das Vertrauen mir schaffen durch Maßnahmen. Und warum das relevant ist, wenn Sie einfach einen Blick in die Medien werfen, das sind alles Überschriften von diesem Jahr. Allein 3 sehr große Supply Chain Angriffe, die stattgefunden haben mit den Microsoft Exchange Servern. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das keine relevanten, wichtigen, sensiblen Daten über Exchange Server laufen hat. Und da gab es eben über Monate eklatante Sicherheitslücken. Kaseya Netzwerk, wir hatten in Schweden Supermarktketten, die über Tage geschlossen waren, weil eben über die Supply Chain des Software des Zulieferers Kaseya Malware installiert wurde und natürlich SolarWinds in den USA, das geht hin bis zu kritischen Infrastrukturen. Sie sehen, die Relevanz ist da und man muss eben seine Lieferkette absichern und entsprechende Anforderungen stellen. Und genau bei diesem Thema begrüße ich dann Martin Holtmannswetter. Er ist nämlich im VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, im Arbeitskreis Industrial Security, wo Unternehmen, Betreiber, Integratoren, Komponentenhersteller genau sich zu dem Thema austauschen, sich die Frage stellen, wie können wir die Produktion absichern, wie können wir die Produkte absichern und eben in der Industrial Supply Chain die Anforderungen definieren. Noch kurz zu uns. Folgen Sie uns gerne auf LinkedIn und Twitter und wenn Sie mehr Fragen zu Cybersecurity haben oder zu Supply Chain, kommen Sie gerne auf uns zu und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Super, vielen Dank. Ich muss den Foliensatz sehen. So, mein Name ist Martin Holtmannswetter, ich komme von der Robert Bosch GmbH, bin tätig in der Abteilung CTD1. Jetzt müssen wir einmal zurückspringen. CTD1 und die kümmert sich um die Digitalisierung, die TED und die TED1 um die Cybersecurity in dem Fertigungsumfeld. Zur Historie, wir haben aufgearbeitet, wie kamen wir überhaupt zu dieser Einkaufsrichtlinie, wie entstand diese, was sind Bedrohungen und Maßnahmen im Fertigungsumfeld. Dann schauen wir uns kurz eine Definition und einen Leitsatz, den wir in diesem Umfeld definiert haben, an. Wir schauen uns die Umsetzung bei der Robert Bosch GmbH an, in der Fertigung und einem PDCA-Zyklus und Vorteile der Umsetzung, die wir dort darin sehen. So, wie hat sich dieser Umgang mit der Supply Chain Security entwickelt? 2015 gab es die erste Version der Supply Chain Richtlinie, das ist eine Bosch-interne Norm, die auch nach außen wirken darf, es nennt sich N51 MM27. Damals hatte sie jedoch eine Ausnahmeregelung für den Sondermaschinenbau, die wurde auch intern so bewirkt, weil unser Sondermaschinenbau auch dafür sich eine Ausnahme erbeten hat und sie enthielt eine Bewertung der Fähigkeiten des Integrators direkt in dem Tool.
2019 gab es die zweite Version, an der wir gearbeitet haben, der Einkaufsrichtlinie. Diese hatte keinerlei Ausnahmeregelung mehr enthalten. Es ist verpflichtend zur Anwendung in jederlei Einkauf von Maschinen, die wir tätigen im gesamten Konzern, und enthielt eine Bewertung der Lieferanten, diente der Erfassung der Komponenten und bot eine Hilfe zur Netzwerkplanung für unsere Flächenorganisation, die sich Local ITM nennt. Diese Version durfte ich dann auf dem VDMA-Arbeitskreis Industrial Security vorstellen, und dort wurde dann beschlossen, dass wir entsprechend einen Subarbeitskreis bilden sollten, die sich mit dem Supply Chain Security auseinandersetzt und das weiter ausarbeiten. Und dort bin ich dann 2020 dazugestoßen. Ich habe die Aufgabe von einem Kollegen von mir übernommen und arbeite seitdem mit dem VDMA vertrauensvoll zusammen. 2021 ist jetzt nun die Zeit, in der wir Arbeitsergebnisse bei uns in der nächsten Version der Einkaufsrichtlinie einfließen lassen. Wir haben den Lieferanten Selbstbewertung des Arbeitskreises überführt in unsere Bosch-Norm. Wir haben den Cyber Security Requirements Prozess miteinander beschrieben. Auch das habe ich überführt in unsere interne Docopedia Space als Nachschlagewerk. Und des Weiteren im Hintergrund haben wir an Security Lastenheft und an einer Abnahme-Checkliste gearbeitet. Also wir gehen über der Lieferantenbewertung bis zu definitiven Vorgaben vor und nehmen am Ende der Lieferkette auch diese Vorgaben ab. Diese dritte Version befindet sich gerade in der Ausprobephase bei ausgewählten Zulieferern, um zu schauen, wo gibt es noch Gaps in der Anwendung, was muss verbessert werden. Und steht dementsprechend kurz vor der Veröffentlichung, sodass wir davon ausgehen, Ende Dezember oder Anfang des nächsten Jahres im Januar das veröffentlichen zu können. In diesem ganzen Zeitraum war es uns wichtig, dass wir uns zunehmend auch mit anderen Betreibern auseinandersetzen. Darauf gehe ich nachher nochmal ein, aber es ist wichtig, dass wir aus der Perspektive eines Betreibers diese Themen nicht nur Bosch intern betrachten, sondern uns mit anderen Konzernen oder größeren Betreibern auseinandersetzen und diese fragen: Wie geht ihr in diesem Fall vor? Welche Richtlinien, welche Vorgaben gebt ihr euren Integratoren? Kennt ihr diese Arbeitsergebnisse aus dem Arbeitskreis, unter anderem vom VDMA, und gleichen uns damit an und versuchen dann, unsere gegenseitigen Vorgaben entsprechend zu verfeinern. Jetzt stellt sich die Frage, welche Bedrohungen gibt es eigentlich in der Lieferkette im Bereich des Maschinenbaus und in der Fertigung? Hier habe ich einige aufgeführt. Zum einen gab es ein Beispiel von einem Automobilbauer, der hatte ein Problem mit dem ungewollten Ausführen eines Roboterprogramms, was zu einem Todesfall führte, und dann so gesehen ist der Schaden dort ein Personenschaden. Dieses haben wir abgefangen hausintern, indem wir das kombiniert haben mit einem Fernzugriff und dementsprechend die Security und die Safety bewahrt bleibt von der Maschine. Des Weiteren gibt es ein Beispiel von einem anderen Automobilzulieferer, wo wir gesehen haben, und das ging auch durch die Presse, wo ein entsprechender Ransomware-Angriff durchgeführt wurde. Und das führte zu einem Produktionsausfall in dem Zeitraum, wo dieses Clean-up vorgenommen wurde. Auch wir sind nicht unbetroffen. Wir hatten einen Zulieferer, der uns eine Schadsoftware über einen mobilen Datenträger mit ins Haus gebracht hat. Hausintern haben wir in Fertigungen sogenannte Scan-Stations, also Scan-Möglichkeiten vorgesehen, die genutzt werden können. Die wurde von diesem Zulieferer nicht genutzt. Als Gegenmaßnahme haben wir dann dieses in unserer Lieferkette und in diesen Vorschriften, Einkaufsrichtlinie, eingebracht und diese Forderung an den Zulieferer übergeben, dass er entsprechend diese Informationen, sein IT-Equipment schützen muss
und unser bereitgestelltes Equipment auch nutzen soll. Wie können wir nun in dem Fertigungsumfeld ein angemessenes Sicherheitsniveau erreichen? Gehen wir über den Safety-Betrieb. Dort haben wir die Forderung nach gehärteten IT-Komponenten als Beispiel. In dem Industrie-Netzwerkumgebung industriefähige Komponenten einzusetzen, also nicht mehr die günstigste Netzwerkkomponente in der Maschine einzubauen. Dementsprechend auch eine entsprechende Netzwerktopologie vorzusehen in der Maschine. Robuste IT-Geräte auch einzusetzen, IT-Endgeräte, Komponenten, die gegen die DOS-Angriffe geschützt sind. Wie kann man Spionage entgegenwirken, zum Beispiel durch eine verschlüsselte Kommunikation über Systemgrenzen hinweg oder hier das Datenträgerbeispiel, Absicherung der physikalischen Ports, dass nicht jeder Port an der Maschine offen ist. Das kann man abschließen, man muss die nicht verfügbar machen, nur dort, wo Service-Notwendigkeiten sind. Man kann aber auch organisatorische und technische Maßnahmen bereitstellen, die das unterstützen. Dann die Sabotage zu unterbinden, gibt es die sichere Authentifizierung und Autorisierung als Möglichkeit. Über den Missbrauch oder durch Unwissenheit Dinge auszulösen oder zu manipulieren. Dazu kann man vielleicht die personalisierten Nutzerkonten einführen, auch auf Maschinenebene. Die Feststellung der Virenfreiheit ist uns ein Anliegen bei der Implementierung der Maschinen in unser Anlagennetzwerk. Dazu gibt es sozusagen ein Hilfsmittel, das unseren Leuten vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Und wir fordern das auch bei den Herstellern ein. Und nicht zuletzt ist es der Fernzugriff, der abgesichert werden soll. Dazu ist es notwendig, dass es abgesichert zeitlich begrenzt erfolgt und nach unserer Meinung von innen nach außen wirkt. Also wir leiten den Fernzugriff ein, wir haben entsprechende Möglichkeiten und der Zulieferer kriegt dann den Zugriff auf den Endpunkt, den er benötigt. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen der Maschine eine gewisse Grundimmunität erreichen, die sie haben muss. Wir wollen die Mindestanforderungen, dass diese umgesetzt werden in der Maschine und bereits existierende Maßnahmen, die gang und gäbe sind in der Fertigung, wie Perimeter Firewalls oder Segmentierung, sind unserer Meinung nach zukünftig nicht mehr ausreichend. Jetzt haben wir uns in dieser Arbeit mit diesem Thema auch eigene Leitsätze definiert in dem Arbeitsbereich innerhalb von Bosch. IT-Security in der Maschinenanlage oder Einrichtung ist eine Basisanforderung und auch ein Qualitätsmerkmal unserer Meinung nach. Maschinen dürfen zur Vorbeugung von Produktionsausfällen von Beginn an keine Sicherheitslücken aufweisen. Deswegen sollen sie geschlossen werden und das fordern wir auch ein. Unser Leitsatz ist hierbei IT-Security nach State of the Art, aber mit einem gesunden, handhabbaren Maß. Also es muss auch noch umgesetzt werden können durch die Integratoren und den angeschlossenen Herstellern. Beispiele hier: standardisierte maschineninterne Netzwerktopologie, Vermeidung risikoreicher Dienste und Abschaltung von nicht benötigten Diensten, Gerätehärtung, Schwachstellenmanagement und so weiter und so fort. Das kennen Sie. Wie sind wir damit jetzt angefangen? 2019, die Norm, die wirkt gerade noch. Wir schienen das Ganze, indem wir den ganzen Prozess beschreiben und den Zulieferern und unseren internen Planern, Einkäufern diesen Prozess vorschreiben und ihnen auch die Möglichkeit geben, diesen zurückzuspiegeln, wo es dann nicht anwendbar oder schlecht für sie anwendbar ist. Also mittels eines standardisierten Prozesses geben wir den Planern und Einkäufern und Integratoren Schritt für Schritt vor, wie sie zu agieren haben. In dem ersten Schritt kommt die Lieferantenanfrage nach deren Fähigkeiten, das ist die Selbstbewertung. Und hier kommen schon erste Arbeitsergebnisse aus dem AK Industrial Security, des VDMA vor. Das ist dieser Prozess, den ich hier auch nochmal aufgenommen habe. Der soll dann darstellen, wie dieses
Miteinander zwischen Betreiber und Integrator vonstatten geht, weil unsere Anforderungen sind an den Integrator gerichtet, aber es geht nur in einem Miteinander. Im zweiten Schritt geht es darum, dass er das Lastenheft kriegt. Also es muss spezifiziert sein, was wollen wir als Anforderung stellen und das möglichst genau beschrieben ist und nicht abstrakt, wie es in den Normen da ist. Und in dem dritten, letztendlichen Schritt überprüfen wir am Ende, ob er auch das geliefert hat, was vereinbart wurde vertraglich. Das Ganze wird unterstützt durch Schulungen im Fertigungsumfeld bei uns, für die Planer, für den Einkauf, für unsere Flächenorganisation, die sich darum kümmert und auch für die Integratoren, die den Bedarf haben. Hausintern haben wir einige Integratoren, extern können wir natürlich das gegebenenfalls, falls Interesse besteht, dann auch zur Verfügung stellen. Bei der Prozessimplementierung ist es neben der Schulung, neben dem genauen Beschreiben des Prozesses auch noch wichtig, dass man das noch schient mit zusätzlichen Security-Experten, zum Beispiel hausintern haben wir einige wie ETAS oder Bosch Rexroth, die Kollegen, die sich im Fertigungsumfeld auskennen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben ein Expertengremium, das in der Zentrale zusammen mit den Geschäftsbereichsvertretern dieses Thema angeht. Diese Vorlagen wurden quergelesen und als Lastenheftvorlage quergelesen von sogenannten PROSOS, Product Security Officers, und wurde dementsprechend verfeinert. Dann wird es dem Einkauf zur Verfügung gestellt, dass sie es anwenden können. Wie gesagt, sie werden alle darin geschult, unsere Planer werden geschult, die Einkäufer werden geschult und aber auch die betreibenden Fachabteilungen nachher. Zu guter Letzt kommen wir dann zu der Bewertung des Ganzen. Wir nutzen auch die Informationen, die wir zurückkriegen, erfassen sie zentral und werten sie aus und sehen darüber, wie entwickelt sich die Community der Integratoren. Haben wir irgendwo Gaps? Müssen wir die weiterentwickeln? Und wie kriegt man die Lieferantenentwicklung entsprechend hin? Und das machen wir alles nicht alleine, sondern wir tauschen auch uns mit anderen Expertengremien aus, unter anderem dem VDMA oder dem CSSA, um deren Feedback auch zu kriegen. Welche Vorteile ergeben sich dann aus unserer Meinung daraus? Wir wollen damit die Kompromittierung von Safety-Funktionen verhindern. Wir wollen die Erhöhung von dem Security in der Maschine erreichen. Wir wollen aber auch erreichen, dass die Entwicklungsprozesse beim Integrator sich verbessern. Letztendlich wollen wir die Qualität der Maschine, dass sie sichergestellt ist, aber auch die Qualität der zu fertigen Gütern auf unseren Maschinen. Also sprich die Availability, um den Security-Begriff heranzuziehen, dann gewährleistet bleibt. Letztlich sollen die Maschinen oder die Systeme schlanker werden, zum Beispiel durch Abschaltung von ungewollten Hintergrunddiensten. Und damit wollen wir die Betriebssicherheit erhöhen, weil es weniger Angriffsfläche bietet. Und wir wollen die Maschinen fit for the future machen, indem die Maschinen entsprechend Ressourcen vorhalten, die IT-Komponenten der Maschine, um zukünftige Security-Anforderungen auch umsetzen zu können. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Ich übergebe an den DLR. Ich brauche einen Ton. Ja, jetzt bin ich wieder zu hören. Vielen Dank, Herr Holtmannsbötter. Sie dürfen noch bei mir bleiben für Fragen, weil vielleicht haben sich ja auch bei Ihnen jetzt im Publikum Fragen ergeben. Ich habe mir sonst auch noch was mitgeschrieben, gerade in Bezug auf die Zulieferer. Bin aber mal gespannt, ob es hier Fragen gibt. Im Chat sehe ich aktuell noch nichts. Also ein kurzes Handzeichen. Ansonsten würde ich mal die Frage stellen, die mich hier am meisten interessiert hat. Und zwar, Sie haben ja gesagt, Sie regeln viel über Vorschriften, die Sie den Zulieferern machen. Jetzt können Sie aber sicherlich auch nicht alles überblicken, was da schiefgehen kann, mögliche Einfalltore. Wie viel Engagement setzt denn das auch bei den Zulieferern heraus, dass die sich auch mit diesem Thema Security, Safety beschäftigen?
informieren? Also wir machen es nicht durch Vorschriften, wir machen es durch ein Lastenheft. Ja. Das sind Anforderungen an den Integrator. Zwangsläufig, wenn er eine Anforderung nicht versteht, weil es ihm noch fremd ist, muss er sich damit auseinandersetzen und wird da einige Zeit drin investieren müssen. Ich denke, dass es den Maschinenbau nach vorne bringt in Baden-Württemberg oder generell für den VDMA. Mhm. Und es wird mit Sicherheit am Anfang schwerfallen, aber im Endeffekt wird es nicht viel mehr Aufwand bedeuten, wie zum Beispiel die Safety umzusetzen in der Maschine. Das heißt, Sie sagen auch, den Zulieferern bringt das ja selbst natürlich auch entsprechend dann natürlich den Vorteil. Ja, ja, ja. Hier habe ich noch im Publikum eine Frage. Haben wir ein Mikrofon oder ist das Mikrofon weggelaufen? Super. Wie standardisiert sind diese Anforderungen, wenn man mal über den ganzen VDMA schaut? Also wie stark unterscheiden sich die Anforderungen von Bosch zu anderen? Über die Zusammenarbeit mit dem VDMA haben wir ein ähnliches Anforderungsspektrum. Und auch im Vergleich zu anderen Konzernen haben wir ein ähnliches Anforderungsspektrum. Also jetzt aus dem CSSA herausgenommen, haben wir einen Sheet, ein White Paper erzeugt. Und wenn wir unser Lastenheft dagegen spiegeln, sind wir ungefähr bei 85% Überdeckung. Da sind Themen drin, die vielleicht aus einer Prozessindustrie genutzt werden. Die brauchen wir jetzt in unserem Fertigungsumfeld nicht. Deswegen sind die bei uns ausgelassen. Und wir haben unser Lastenheft auch so gestaltet, dass jeder Geschäftsbereich es speziell ausprägen kann für die entsprechenden Produkte, die auch bei Ihnen gefertigt werden. Ich hoffe, das reicht Ihnen. Hat sie Ihre Frage beantwortet? Dann habe ich hier hinten noch eine Frage. Ja, danke schön. Ich würde mich ganz gerne auf die ersten zwei Folien von Ihnen beziehen, an denen Sie auf die Historie nochmal eingegangen sind von der Entwicklung der Supply Chain Vorschriften, die Themen, die Sie dabei hatten. Ist schon ausgeblendet. Okay, alles klar, kein Problem. Aber ich denke, Sie wissen, auf welche Folien ich mich beziehe. Ja. Spielt da die Thematik der digitalen Identität, die ja Bosch sehr stark jetzt gerade momentan nach vorne treibt und Verbindung damit auch das Thema Catena X eine Rolle oder wie stehen Sie dazu in der Richtung oder kommt es da schon in dem Kontext mit raus? Also wenn man Digitalisierung im Fertigungsumfeld nach vorne treibt, muss man sich zwangsläufig mit der IT-Security auseinandersetzen. Catena X ist jetzt in unserem Umfeld deswegen jetzt nicht speziell im Fokus geraten. Und wir beziehen uns auch nicht darauf in den Lastenheften. Uns war es von Anfang an wichtig, dass das Thema platziert ist bei den Zulieferern, dass sie darüber Bescheid wissen. In der Historie war es so, dass erstmal Fragen gestellt wurden und eine Direktbewertung. Fragen gestellt wurden, wo ein Zulieferer sich selber hinterfragen kann, du, warum fragen die das jetzt? Was ist denen denn da jetzt so wichtig dran? Warum soll ich denn ein Training anbieten? Warum soll ich auf einmal Sicherheitslücken schließen? Und jetzt werden aus diesen Fragen werden Anforderungen in der nächsten Version. Also man hatte jetzt seit 2019 Zeit, sich intensiv damit auseinanderzusetzen auf Zuliefererseite. Wir wissen, dass sich die Community der Integratoren damit auseinandersetzen muss, auch noch weitergehend, weil es kein Selbstläufer ist. Und deswegen wollen wir das Thema weiterentwickeln, zusammen mit den Integratoren und auch mit den Herstellern. Deswegen das Engagement auch beim VDMA. Ich hoffe, das reicht. Okay. Super, ja, vielen Dank, Herr Holtmannsbötter. Ich sehe hier keine weiteren Fragen. Ich sehe auch keine weitere erhobene Hand. Dann danke ich Ihnen, danke auch gerne Ihnen, Herr Schleicher, für das spannende Thema und darf Frau Stieler, Herr Frieske ankündigen vom Projekt Relike. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schüttke. Ganz herzlichen Dank auch, Herr Schleicher, für die Einführung. Und auch von meiner Seite nochmals ein ganz herzliches Willkommen zum jetzt letzten Vortrag des heutigen Tages. Ganz spannende Vorträge und Diskussionen haben wir schon gehört. Wir hoffen, dass wir daran anknüpfen können mit unserem Thema smarte Lieferketten und robuste Strategien für die Transformation. Wir bewegen uns mit unseren Untersuchungen im cyberphysischen System jetzt etwas stärker in Richtung der physischen, der weltlichen Auswirkungen.
haben die aktuellen sehr akuten Probleme und Engpässe bei Lieferketten im Blick, die realwirtschaftlichen Probleme und Engpässe und hoffen aber, dass wir Ihnen trotzdem einige interessante Punkte präsentieren können und Ihnen vielleicht sogar Lust machen können auf unseren Abschlussbericht, der im Frühjahr 2022 voraussichtlich erscheinen wird. In den nächsten knapp 20 Minuten wollen wir Ihnen dabei einen Überblick über die Studieninhalte unseres Projekts ReLike geben, Ihnen die Zwischenergebnisse bis zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, die Ziele und die Forschungsfragen unserer Untersuchung erläutern und dann auf die zwei wesentlichen Kernergebnisse etwas näher im Detail eingehen. Einmal unsere Untersuchungen zur Auswirkung von Covid-19 auf die Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg und Strategien zum Umgang mit dieser Krise, also zur Steigerung von Resilienz. Und zweitens unsere Ergebnisse, wie sich Wertschöpfungsnetzwerke und Lieferketten vor dem Hintergrund der Transformation hin zu neuen Antriebskomponenten verändern und welche Herausforderungen und Optionen sich dadurch für die Zukunft ergeben. Finanziert und koordiniert wird das Projekt durch die Landesagentur E-Mobil BW in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium. An dieser Stelle deshalb auch nochmals ein ganz herzlicher Dank an den Auftraggeber und an die Auftraggeberin. Ziel des Projekts ist es, die Veränderung von Wertschöpfungsnetzwerken und Lieferketten vor dem Hintergrund der Frage, wie diese smarter und zukunftsfähiger gemacht werden können, zu untersuchen und aufzuzeigen, welche Ansatzpunkte es dafür gibt. Wir schauen uns hierbei Veränderungen aus zwei Perspektiven an. Einmal mit längerfristiger Perspektive aufgrund der Transformation, aufgrund neuer Technologien, aufgrund der Elektrifizierung des Antriebsstrangs und einmal vor dem Hintergrund von kurzfristigen Störungen oder Krisen, hier dann am Beispiel Covid-19. Zuerst eingehen wollen wir auf die kurzfristige Perspektive. Wie gesagt, der Endbericht wird dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lockdowns auf die Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg waren auf jeden Fall enorm. Diese haben wir anhand der hier aufgelisteten Indikatoren untersucht und auch über den Pandemieverlauf gemonitort. Beispielhaft ist hier einmal dargestellt die Entwicklung der Pkw-Produktion in Deutschland. Und ganz klar zu erkennen ist auch der extreme Einbruch, den wir hatten im April 2020. Das ist der erste rot umrandete Kasten. Aber auch jetzt ganz aktuell im August ist wieder ein starker Rückgang zu sehen. Das jetzt allerdings vor allem aufgrund der Versorgungsengpässe im Bereich der Halbleiter und im Bereich der Elektronikchips. Unsere Monitoring-Ergebnisse sind bereits veröffentlicht und zu finden in der Landeslotsenstelle Transformationswissen BW sowie auch im aktuellen E-Mobil BW Datenmonitor zu finden. Bei Interesse schauen Sie hier sehr gerne einmal rein. Zu finden sind dort auch unsere Ergebnisse der Expertengespräche, die wir mit Unternehmen aus allen Wertschöpfungsstufen der Automobilindustrie und des Maschinenbaus geführt haben, Experten in sehr hohen leitenden Funktionen. Die Inhalte sind geclustert in die hier gezeigten vier Themenblöcke, wobei mit Blick dann auf konkrete Handlungsoptionen, vor allem der letzte Punkt, die Konsequenzen und die strategischen Optionen für Unternehmen relevant sind. Und diese strategischen Optionen und deren Häufigkeit in der Nennung bzw. deren Priorisierung sind hier einmal zusammengefasst. Konkrete Maßnahmen sind hier einmal die Lagerhaltung bei kritischen Komponenten in der Zukunft erhöhen zu wollen, das eigene Zulieferernetzwerk breiter aufzustellen, bei strategisch wichtigen Komponenten das Dual Sourcing und die flexiblen Anteile in der Abnahme der Produkte zu stärken. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass auch der Aufbau von lokalen Lieferketten stärker in Angriff genommen werden will, wobei lokal hier im Sinne von ganz Europa gedacht wurde und vor allem, dass beim Sourcing mehr darauf geachtet werden soll, dass in den Zulieferländern auch tatsächlich politische Stabilität, Verlässlichkeit vorhanden ist. Und die beiden letzten Punkte adressieren auch ganz konkret mögliche politische Maßnahmen, haben mit der Unterstützung bei Standortentscheidungen zu tun, dem Aufbau von Kompetenzclustern. Und hierauf kommen wir dann im Rahmen unserer Studie bei den Handlungsoptionen noch einmal zu sprechen. Der zweite Kern unserer Untersuchung ist die Frage, welchen Einfluss die Transformation hin zu neuen Komponenten und neuen Technologien auf die Wertschöpfungsnetzwerke hat, wie sich die Wertschöpfungsnetzwerke und die Lieferketten also dadurch verändern.
Wir untersuchen hierbei in unserer Studie unter anderem, welche Komponenten und Materialien als kritisch zu bewerten sind und wo hohe strategische Abhängigkeiten, zum Beispiel in den asiatischen Raum und nach China, existieren. Der Fokus liegt für uns auf den Komponenten des Antriebsstrangs, also zum Beispiel Batterie, E-Motor, Leistungselektronik, Halbleiter. Bei zwei Themen gehen wir dabei in die Tiefe, einmal beim Batteriesystem und einmal in Aufarbeitung der aktuellen Situation bei Halbleitern, also der Frage nach den strategischen Abhängigkeiten, nach den Hintergründen der aktuellen Situation der Versorgungsengpässe und warum sich diese auch in absehbarer Zeit nicht entspannen wird. Die extrem komplexe Produktions- und Lieferkette bei Halbleitern ist hier im unteren Abschnitt einmal dargestellt. Und diese Fallstudie ist ebenfalls schon veröffentlicht unter www.transformationswissen.bw.de verfügbar. Bei Interesse, ich kann die Lektüre sehr empfehlen. Was wir uns zusätzlich anschauen, sind die Veränderungen bei Wertschöpfungsstrategien der Automobilhersteller im Vergleich, ganz konkret in Betrachtung der einzelnen Innovationsprodukt- und Plattformstrategien, sowie auch in Bezug auf die Neuausrichtung der Produktions- und der Standortaktivitäten. Ziel ist es hier, an konkreten Fallbeispielen aufzuzeigen, wie sich die Wertschöpfungsnetzwerke bei der Produktion von Verbrennerfahrzeugen hin zu Elektrofahrzeugen verändert und welche Auswirkungen das letztlich auf die internationale Verflechtung und die Struktur der Lieferketten hat. In den beiden unteren Bildern sind die Produktionsnetzwerke für den Antriebsstrang eines Golf 8 links und eines ID.3 rechts abgebildet. Und hier schon auf den ersten Blick ganz gut zu erkennen, wie sich zum einen die Komplexität im Netzwerk verändert, also verringert, und wie sich regionale Cluster bei einzelnen Komponenten ausbilden. Besonders interessant allerdings wird diese Untersuchung, wenn man nicht nur Punkte als Standorte einzeichnet, sondern sich gleichzeitig die Frage stellt, für welche Wertschöpfung die einzelnen Punkte und damit also die dahinterliegenden Komponenten und Bauteile tatsächlich stehen, wie sich die Wertschöpfungsstrukturen also im Sinne der Lokalisierung verändern. Und das ist einmal in der folgenden Geomap dargestellt, wieder am Beispiel des Golf 8 und des ID.3, hier im Vergleich der Zulieferernetzwerke Verbrennungsmotor auf der linken Seite und Batteriesystem auf der rechten Seite. Das sind die Komponenten mit dem jeweils höchsten Anteil an der Wertschöpfung im Fahrzeugantriebsstrang, knapp 39% beim Verbrennungsmotor und sogar 57% beim Batteriesystem. Je dicker und dunkler die Pfeile, desto mehr Wertschöpfung steht dahinter. Und man sieht hier auf den ersten Blick schon ganz klar, dass sich die Strukturen und damit auch die strategischen Abhängigkeiten im Vergleich der beiden Komponenten extrem verändern. Diese Netzwerke stellen wir in unserer Studie für jeweils die gesamten Antriebsstränge und einzeln zusätzlich auch nochmal für die wichtigen Komponenten dar. Also Batteriesystem, E-Motor, Elektrik, Elektronik, Verbrennungsmotor, Kraftstoff- und Abgassystem und Getriebe. Und jetzt schon ableiten lassen sich allerdings zwei ganz wesentliche Aussagen, wenn man die Struktur und die Ausprägung der alten und der neuen Netzwerke vergleicht. Zum einen einen wesentlich geringeren Anteil deutscher und europäischer Zulieferer am Antriebsstrangnetzwerk, das ist hier zu sehen. Zum anderen einen steigenden Anteil aus dem asiatischen Raum, hier insbesondere Japan, Südkorea und China. Und außerdem, ganz wichtig, sehen wir zusätzlich einen ganz klaren Trend der OEMs, stärker dazu hin, vertikal zu integrieren, die eigene Wertschöpfung am Antriebsstrang also zum Beispiel über die Inhouse-Fertigung von E-Motor und Getriebe zu erhöhen. Beides in Summe Trends, die extrem große Herausforderungen für den Mittelstand und für unsere Zulieferer darstellen. Vor dem Hintergrund resilienter Lieferketten müssen wir es schaffen, eigene lokale Produktionsnetzwerke zu etablieren, die Unternehmen in ihren Standortentscheidungen zu stützen und diesen Aufbau im besten Fall auch industriepolitisch zu fördern und zu begleiten. Und auf diese Punkte und auf den Aufbau von Local-for-Local-Produktionsnetzwerken geht nun unser Projektpartner, unsere Projektpartnerin, Frau Silvia Stieler vom Simo-Institut noch abschließend ein. Ja, vielen Dank, Benjamin Frieske.
Also wir haben gerade die beeindruckenden Muster gesehen, wie sich die Wertschöpfung am Beispiel Golf und ID3 beim Elektromotor verschieben. Ich spoile ein bisschen auf den Endbericht und da werden wir auch ein Mercedes-Benz-Modell oder zwei Mercedes-Benz, oder? Genau, einmal der EQS und einmal die S-Klasse noch im Vergleich. Also es lohnt sich dann im Frühjahr auch unseren Endbericht anzugucken. Ich stelle jetzt einfach nochmal den größeren Rahmen etwas dar. Wir sehen, ich habe hier in der Karte dargestellt, wie sich die Produktionsanteile verschiedener Hersteller zwischen 2002 und 2020 in den Weltmarktregionen verändert haben. Die blauen Säulen sind Volkswagen als exemplarischer deutscher Hersteller. Da sehen wir eben, dass der Produktionsanteil in Europa von 80% auf 35% in diesen 18 Jahren gesunken ist. Der Anteil der Fahrzeuge, die in Asien produziert werden, ist von 19% auf 55% gestiegen. In den USA liegt er jetzt etwa bei 10%. Wir sehen ganz deutlich an den braunen Säulen, dass es Renault, die Fahrzeugproduktion von Renault, dass da noch ein sehr viel höherer Anteil in Europa stattfindet. Die sind von etwa 99% auf 79% gesunken, haben 8% in Asien, 13% in den USA. Als Vergleich ein japanischer Hersteller, Toyota, wo sich dieses Wertschöpfungsnetzwerk in den 18 Jahren gar nicht so stark verändert hat. Schwerpunkt hier ganz eindeutig Asien mit immer schon geringen Produktionsanteilen in Europa gleichermaßen wie in Amerika. Ich habe jetzt hier in der Karte nicht dargestellt den Produktionsanteil Deutschlands bei VW. Ist der Rückgang noch mal drastischer. Also 2002 waren es 48% der Fahrzeuge, 2020 sind es noch 16. Also wir sehen für die deutschen OEM, Mercedes-Benz ist ähnlich, werden wir auch darstellen, diese starke Produktionsverschiebung nach Asien, die praktisch schon länger anhält und auf die diese Produktionsverschiebung bei dem elektrischen Antriebsstrang praktisch noch obendrauf kommt. Entsprechend folgen die deutschen Zulieferer auch den Herstellern. Das Bild sieht etwas anders aus. Die Robert Bosch und ZF haben in Deutschland noch etwa 53% beziehungsweise 45% ihres Hauptumsatzes. Ich habe hier die Umsatzzahlen, nicht die Produktionszahlen. Asien liegt bei 30% beziehungsweise 25%, Amerika mit 16% beziehungsweise 19%. Bei ZF ist der Anteil etwas höher. Auch hier der japanische, also Gelb Denso als japanischer Zulieferer, auch wieder geringer, Hauptanteil in Asien, ein geringerer Anteil in Europa mit 10%, 20% in Amerika. Da entspricht das Bild ziemlich dem von Toyota als japanischem Hersteller. Wir sehen hier eine ganz deutliche Ambivalenz, denn die Zulieferer profitieren einerseits davon, dass die deutschen Hersteller global erfolgreich sind, insbesondere nach Asien als die Wachstumsregion der letzten und auch der nächsten Jahre gehen, da auch auf die bewährte Zusammenarbeit mit den Ihnen bekannten Lieferern setzen, aber eben für die kleinen und mittelständischen Zulieferer diese große Herausforderung, den Herstellern zu folgen, möglicherweise eine internationale Präsenz aufzubauen, dies hier mit eigenem Personal, mit eigener Finanzkraft zu bewältigen. Bei manchen hören wir, dass die Betreuung der ausländischen Standorte praktisch zum Hauptarbeitsinhalt von manchen Leuten wird und die auch eine bestimmte Mindestgröße von den Unternehmen selber erfordert. Für ganz kleine, Stefan Bratzel sagt ab 150 Mitarbeitern, vorher lohnt sich eine internationale Präsenz gar nicht. Und außerdem gibt es ja auch diese zwei Internationalisierungstrends. Ich habe jetzt hier in der Karte oder in den beiden Karten diese weltweite Aufbau von Netz,
Produktion, Produktionsnetzwerken in den drei Weltmarktregionen dargestellt. Innerhalb Europas, auch das gucken wir uns im Bericht nochmal an, verlagert sich ja die Produktion seit den 1990er Jahren ganz deutlich in die mittel- und osteuropäischen Länder. Hier sind die Zulieferer vorangegangen. Da folgen aber die OEM mit dem Risiko für Zulieferer nochmal, dass die Teile, die werksnah praktisch hergestellt werden, große Gussteile, Sitze, dann eben auch nach Mittelosteuropa abwandern, wenn da entsprechend die Produktionszahlen der Automobile hochgehen. Das will ich jetzt gar nicht lang machen, diese verschiedenen Motive für Auslandsaktivitäten, die sich stark überlagern, die zu ganz unterschiedlichen Strategien führen. Wichtig ist jetzt hier nochmal dieser Ausblick darauf, dass eben in der Automobilbranche dieser starke Aufbau von Produktionsnetzwerken in den drei Weltmarktregionen stattfindet. Das Bild des Local for Local, das zunehmend eben für die jeweilige Weltmarktregion produziert wird, was für die deutschen und baden-württembergischen Zulieferer eben auch heißt, dass sie sich in Zukunft stärker mit dem europäischen Markt auseinandersetzen müssen, der stagniert oder möglicherweise schrumpft. Die Covid-19-Pandemie hat das ganz exemplarisch nochmal gezeigt, welche Abhängigkeiten eben durch diese starke internationale Arbeitsteilung bestehen. Hier nochmal ganz deutlich verschärft, dass das eine globale Krise war, wie wir es von früheren Krisen nicht in dem Ausmaß kannten, dass die wirklich die ganze Welt betroffen haben. Dass es Produktionsstopps, Produktionsumstellungen gab, um Infektionsketten zu unterbrechen, gerade Anfang 2020, wo die Infektionswege auch noch nicht so bekannt waren. Über das Thema der Transportstörung, die ja bis heute mit Häfenschließung, mit gestörten Schiffsverkehr, Preissteigerungen anhalten, eben bis auch hin, und jetzt würde ich so ein bisschen die Kurve zu dem Thema Cybersecurity ganz sanft kriegen, dass die Informationsflüsse entlang der Lieferkette gestört waren. Auch das ein Ergebnis unserer Expertengespräche, dass sie gesagt haben, diese Abrufe, diese Bestellungen, sehr wechselhaft, sehr volatil, das Wort fiel heute Vormittag auch schon mehrfach, dass das die Situation gerade für die Zulieferer sehr schwierig gemacht hat. Und wir sehen, und das war, sage ich mal, als wir Anfang letzten Jahres mit der Studie begonnen haben, dass diese Störungen der Lieferkette sehr viel langfristiger sind, immer noch anhalten, auch eher unerwartet, also oder ich sag mal nicht absehbare Komplikationen mit sich gebracht haben, wie wir das im Sommer letzten Jahres, als wir so die ersten Zwischenergebnisse zusammengefasst haben, gar nicht gesehen haben. Letzten Sommer kam eher so das Bild der eingefrorenen Lieferkette in den Gesprächen heraus. Jetzt sehen wir aber diese großen Störungen und dass sich Knappheiten wie bei den Chips, die sich mittelfristig vielleicht oder die sich abgezeichnet haben, dieser steigende Chipbedarf und die Langfristigkeit des Ausbaus durch die Krise drastisch verschärft und beschleunigt haben. So, für die Lieferketten haben wir in dem Projekt zwei Schlussfolgerungen. Ich habe hier mal das Bild, dass, sagen wir mal, bei Lieferkette zunächst mal dieser Materialfluss im Vordergrund steht, dass der aber genauso natürlich begleitet wird von dem Informationsaustausch entlang der Lieferkette und letztlich auch dem Zahlungsfluss. Auch das ist ja heute Vormittag schon kurz angesprochen worden. Die Frage, wie kann bei jetzt finanzieller schwieriger Situation kleinerer Zulieferer sichergestellt werden, dass die Lieferkette erhalten wird. Aber zu unseren Schlussfolgerungen im Projekt. Die arbeitsteilige Wertschöpfung in der Automobilbranche ist jahrelang auf Effizienz getrimmt worden.
dadurch auch eine große Störungsanfälligkeit. Bei der Frage, mit welchen Maßnahmen könnte man die Lieferkette resilienter gestalten, haben wir eher bekannte Maßnahmen gefunden. Aufbau von Lager, Aufbau von Puffer, Multiple Sourcing, Double Sourcing, mehrere Lieferanten. Nochmal deutlich verstärkt wurde die enge Abstimmung mit Lieferanten. Einige größere Unternehmen haben Taskforces gebildet, die täglich, zum Teil mehrmals täglich mit Lieferanten auch gesprochen haben, geguckt haben, wie lange sind sie lieferfähig, können die Teile kommen. Was jetzt eher neu dazukommt, ist stärker die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Dieser Begriff des Track and Trace, also Lieferungen, Auftragsstatus nochmal stärker im Voraus abrufen zu können, verfügbar zu haben in Echtzeit und möglicherweise auch neue Auswertungsmöglichkeiten von Datenmengen, Veröffentlichungen, Presseberichten von Unternehmen, allen möglichen, um so ein Früherkennungssystem für Krisen aufzubauen. Was wir nicht gefunden haben, also das wurde zwar in den Expertengesprächen zum Teil genannt, eine stärkere Rückführung der Lieferketten, eher Bezug von Produkten innerhalb Europas, ging Anfang letzten Jahres auch nochmal durch die Presse, ob jetzt wieder Produktion nach Europa zurückverlagert wird. Letztlich kam aber immer ganz deutlich, das ist eine Abwägung zwischen Kosten und dieser Sicherheit, die wir durch eine europäische Produktion haben, und der Kostendruck ist einfach sehr hoch, dass wir wenig Anzeichen für eine tatsächliche Rückverlagerung gefunden haben. Was auch nochmal deutlich wurde, ist die große Schwierigkeit, um praktisch kritische Komponenten zu identifizieren. Ganz exemplarisch sagte einer, wer hätte gedacht, dass wir in der Zulieferindustrie Masken und Hygieneartikel mal als kritisches Produkt bezeichnen, weil wir das brauchen, um unsere Produktion hier überhaupt aufrechtzuerhalten. Das ist tatsächlich immer sehr differenziert betrachtet werden muss. Welches Produkt ist kritisch? Wie lang sind die entsprechenden Vorlaufzeiten? Wie kriegt man das? Das ist also nicht, zumindest uns im Projekt nicht möglich war, einen Katalog typischer kritischer Produkte aufzuzeigen und zu sagen, das sind die Flaschenhälse, wo wir tatsächlich drauf gucken müssen. Diese Digitalisierung der Lieferketten ist auch ein Handlungsansatz praktisch, wenn man in Richtung Industrie 4.0 gehen will. Und auch das Thema, also auch eine Herausforderung in der Produktion, eine zunehmende Flexibilisierung, ist eine Basis dieser schnelle, frühzeitige Informationsaustausch. Ich würde jetzt mit Blick auf den Abschluss noch mal ganz kurz zu so ein paar Fragen oder zu so einem Fazit zu möglichen Handlungsoptionen kommen, Ausblick auf die weiteren Projektergebnisse geben. Also wir haben gesehen, die Pandemie führt zwar zu einer gewissen Anpassung von den Beschaffungsstrategien, aber nicht tatsächlich dazu, dass in einem größeren Umfang Produkte nach Baden-Württemberg, Deutschland oder Europa zurückgeholt wird. Wir sehen ein deutlich größeres Risiko jetzt darin, also ich nenne es diese Drift in die drei Weltmarktregionen, diesen Aufbau der Produktionsnetzwerke, die zunehmende Abkopplung, der die Zulieferer folgen müssen. Und damit verbunden eben die Frage, der Herr Frieske hatte das gerade auch schon angesprochen, dass eben die Herausforderung hier ist, diese vollständige Wertschöpfungskette, angefangen von der Zellproduktion für den elektrischen Antriebsstrang hier in Europa. In der Branche lokal blicken, ist es ja eher der europäische Blick, das hier tatsächlich aufzubauen. Die Politik ist da durchaus gefordert, diesen europäischen Wirtschaftsstandort zu sichern, hier Unterstützung zu geben bei den Produktionsanläufen, bei dem Switch in die Serienproduktion, bei den neuen Antrieben.
aber auch, das kam bei den Expertengesprächen raus, tatsächlich dieser europäische Wirtschaftsraum, einige sagten Grenzschließung innerhalb von Europa, da hätten sie nie mit gerechnet. Das hat sie vor enorme Probleme bei den Zulieferungen gestellt, zu sagen, dass der europäische Wirtschaftsraum tatsächlich als solcher stabil und gewahrt bleiben muss. Und nochmal ein Ausblick, also wir sitzen gerade an der Erstellung des Gesamttextes, Gesamtstudie. Wir gucken auf das Thema der Internationalisierung der Branche, die Folgen der Covid-19-Pandemie. Wir stellen nochmal dar, wie die Produktions- und Produktstrategien aktuell aussehen, was das für eine mögliche Verlagerung ins Ausland bedeutet, vertiefen die Lieferproduktionskette auch nochmal exemplarisch am Beispiel der Batteriesysteme, werden zusammenfassen Kriterien oder Handlungsempfehlungen für Unternehmen für resiliente und zukunftsfähige Lieferketten und schließen dann eben mit Handlungsoptionen für die Politik, aber auch für Unternehmen, OEM, große Zulieferer, kleinere Zulieferer und auch den Maschinenbau als wichtigen Ausrüster und als wichtigen Bestandteil, nicht Bestandteil des baden-württembergischen Automobilclusters, aber als ein wichtiges Element, der dieses Cluster hier zusammenhält. Veröffentlichung im ersten Quartal 2020. Und damit wäre unser Teil zu Ende. Ja, vielen Dank, Frau Stielder. Vielen Dank, Herr Frieske. Ich fand es sehr spannend, vor allem zu sehen, wie die Wertschöpfungsnetzwerke sich verschieben, gerade am Anfang. Und natürlich auch toll, dass Sie so viele Stimmen aus der Praxis da einbeziehen, so viele Stimmen aus der Praxis da hören. Blick in den Raum. Gibt es Fragen an die beiden? Gibt es Fragen zur Relike-Studie? Natürlich der weiteste Weg für meine Kollegin. Aber viel ist es nicht mehr. Ich guck mal, rutsch du ein bisschen rein, dann komme ich mit hier vor. Dann stellen wir Dankeschön. Uns vor. Konnten Sie, also vielen Dank erstmal, konnten Sie zukünftige Auswirkungen von Net-Zero-Strategien und den Pledges bis 2030 zum Teil schon Net-Zero zu sein, schon antizipieren? Also wir untersuchen die Unternehmensstrategien, das haben wir auf dem Schirm, im Rahmen der Transformation auch diese Veränderungen darzustellen, weil das eben auch Auswirkungen hat auf die Gestaltung der Lieferketten in der Zukunft. Ne, wenn sich ein Daimler dazu entscheidet, 2039 komplett CO2-neutral sein zu wollen in der Produktion und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, dann sind alle Zulieferer gezwungen, genau das auch zu tun und nachzuweisen. Und das ist ein Faktor, den wir darstellen in der Studie. Das ist ein Trend, der wirkt auf die Veränderung von Lieferketten und den wir eben auch in der Sichtbarkeit nochmal entsprechend darstellen wollen, mitsamt der Ausprägungen und der Auswirkungen auf Lieferketten in der Zukunft und die Frage, wie die sich verändern müssen. Jetzt hatte ich hier in der Ecke noch eine zweite Frage gesehen. Genau, der Herr hier noch. Zwei Fragen. Die erste unter Batteriesysteme, nehme ich an, verstehen Sie die kompletten Systeme, meine ich, Batterien, Antrieb, Steuerungselemente etc.? Genau, also wir betrachten den kompletten Antriebsstrang, alle Veränderungen im Antriebsstrang in unserer Studie. Das bezieht sich auf alle Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das Batteriesystem ist eins davon, die Leistungselektronik ein zweites, der E-Motor ein drittes. Und wenn wir von Batteriesystemen sprechen, dann meinen wir die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, vom Rohstoff, von der Rohstoffgewinnung über die Zellproduktion bis hin zur Modulintegration oder der Pack-Integration im Fahrzeug. Und das stellen wir letztendlich als Fallstudie dar, wollen darstellen, wer die Player sind in der Wertschöpfungskette, wo die Materialien eigentlich herkommen, wie da strategische Abhängigkeiten auch aussehen, vom asiatischen Raum, von China zum Beispiel. Und welche Optionen es da gibt, ne, für die deutschen Automobilhersteller oder auch im Sinne eines europäischen Produktionsnetzwerks zu argumentieren. Die zweite Frage, Sie hatten gesagt, oder ja, auf der Folie, dass es Unterstützung benötigt aus der Politik. Geben Sie Empfehlungen dann an die Politik oder an unsere Politiker,
was sich ändern muss, damit dann, sagen wir, Produktionsstandard Deutschland oder auch Europa wirklich beim Produktionsstandard bleibt? Mhm. Bist du? Ja, soweit wir das ableiten können, klar. Ich glaube, da sind wir als E-Mobil, als Landesagentur natürlich auch ganz gute Mittler dann an die Politik mit ihren Themen, die sie da haben. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr hier im Saal gibt, dann herzlichen Dank, Frau Stiele, Herr Frieske, für unseren letzten Themenraum. Wir sind gespannt auf die Veröffentlichung. Erstes Quartal 2022, haben Sie gesagt. Ja, genau. Das bekommen Sie sicherlich mit, spätestens wenn Sie sich auch beim Newsletter der E-Mobil BW anmelden, dann bekommen Sie da sofort eine Meldung, wenn die Studie dann in den Händen zu halten ist bzw. digital durchzuklicken ist. Ja, vielen Dank an Sie. Gut, und jetzt sind wir pünktlich, muss ich sagen, am Ende des Zulieferertags Automobilwirtschaft Baden-Württemberg angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch heute Nachmittag passende Themen bieten, wichtige Fragen beantworten, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Und jetzt ist es an mir, mich von Ihnen zu verabschieden. Es hat mich gefreut, Sie durch den Tag begleiten zu dürfen. Und weil nach dem Zulieferertag schon vor dem nächsten Zulieferertag ist, darf ich bereits ankündigen, dass wir uns am 17. November 2022 wieder hier im Neckarforum wiedersehen. Hoffentlich auch wirklich sehen, hoffentlich hier wieder einen tollen Zulieferertag erleben dürfen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Das war der Zulieferertag Automobilwirtschaft 2021.